Das Pfingstwochenende ist St. Gallen ganz im Zeichen vom CSU gestanden. 63 Ritterinnen und Ritter aus 13 verschiedenen Ländern sind mit 150 Spitzenpferden an den Start und haben um ein Preisgeld von 700'000 Franken gekämpft. Besonders erfreulich ist natürlich der zweite Rang von der Schweizer Equipe im Nationenpreis. Sie muss sich nur von den Italienern geschlagen geben. Aber als Aussie-Stoka-Präsidentin Naila Stössel zufrieden mit diesen 4 Tagen Springsport. Rund 30'000 Zuschauer haben den Weg ins Gründemus gefunden. Eine Zahl, die sich im Rahmen der Vorjahre bewegt. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben sehr gutes Wetter gehabt für da. Haben wir gerade noch ein bisschen schleifen müssen. So auf den Sonntag jetzt noch einen Sport zu tun. Aber wir haben vor allem auch super Sport gehabt. Haben wir für unser Publikum zeigen und da Freude gemacht. Die Schweizer ganz vorne dabei. Italiener sind auch positiv aufgefallen. Einfach super Emotionen.